dass es mit Corona-Hilfen nicht noch mal so gehen darf wie in den vergangenen anderthalb Jahren. Ich hätte einen konkreten Vorschlag. Wozu brauchen wir ein Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt? Mit nur ein Landesverwaltungsamt. Ach, das ist per 100 dann. Okay. Und ich glaube nicht, dass Politik, dass Politiker und Politikerinnen die Richtigen sind, vor der Wirtschaft vorzuschreiben, was der Lösungsweg ist. Bisher hat sich die Bundesregierung nach meiner Wahrnehmung noch nicht zu Verboten durchgerungen. Also das liegt mir auch am Herzen, ne? Man muss mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, man muss die Leute mitnehmen. Das halte ich für fundamental wichtig. Viele können das gar nicht mehr bezahlen, was da inzwischen auf sie zurollt, gerade was Spritpreise angeht. Herzlichen Dank nochmal an unsere Kandidaten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dann reingewählt werden in den Bundestag. Ich wünsche, dass Sie wiedergewählt werden. Und Herr de Vries, einen schönen, ruhigen Abend dann. Herzlichen Dank.